Und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge. Ja, meine Leute kriegen gerade ordentlich auf den Sack. Plattwaffen habe ich schon ein bisschen bezahlt gemacht. Ich muss jetzt gucken, dass ich lange diese Laserwaffen aussortiere, weil die schaffen nicht mehr so richtig. Die Railgun wäre auch mal geil, wenn ich da was Besseres kriegen würde, weil die nichts gibt. Bereit zum Angriff. Dann muss ich ja ein paar Gefangene machen oder so. Ich spreng ja trotzdem mal die Front weg. Überhaupt nichts gebracht. Irgendwie ist es in der Runde jetzt mit Sprechwaffen nicht so geil. Die noch nicht entdeckt gehabt, das wäre mir schön gewesen. Na gut, hier, ne? Jabatski, dann hauen wir auf den Kackern. Neun ist schon mal amtlich. Achso. Ich bin unsichtbar, für geschickter. Gehe ich hier mal Kante. Sie sind nicht immun gegen psionische Beeinflussung. Okay. Der hier gegen schon. Ist mir irgendwie nicht so heute zum letzten Mal, aber ich habe das Ziel verfehlt. Der braucht schon Glück, wenn er Nuklearwaffen hat. Ne? Leute, mit Glück ohne Nuklearwaffen ein, zwei brauchen. Ja, und wir brauchen eine Karte, auf der die Flächenwaffen nicht völlig nutzlos. Okay, das ist total human. Die Leistung, dass du dich jetzt nochmal hier unterstützt. Okay. So, mein Freund. Ich schieße natürlich mit dem hier. Für den Alien für uns Club. Der nehme ich weg, dann erhöht den Schild und kriegt extra noch Schaden. Dieses Alien stellt keine Gefahr mehr dar. Jetzt kommen wir zum Teil 2 des Ganzen. Na, c'est parti. Du rennst nach hier oben in Deckung. Das ist schon mal Teil 2. Teil 3 besteht in diesem Fall vielleicht etwas sinnvolleren Einsatz meiner Nuklearwerfer. Ja. Ein wichtiges Spiel. Hast du das mit euch in Meldung jetzt vermutet? Okay, dann schiebe ich hier hin. Überleg, damit nehme ich die beiden Partner frei. Das
warum schießen, wenn ich Granaten dabei habe? Nach dem Nuklear. Granate. Denn, wie es der Zufall will, aha. Buyakasha. Da hinten, den kannst du treffen. Hau weg die Scheiben. Alter. Das tat auf jeden Fall weh. Ich glaube, die hat jetzt nicht ihre maximale Leistungsfähigkeit erreicht. Das scheppert ordentlich. Ja, genau, kontrolliere ihn. Er ist doch eigentlich ein Meter dafür oder so. Ups, Neuralendämpfung. Tja, verkackt. Man kann es ja mal probieren. Du hier kannst jetzt vielleicht nicht aufsteigen, denn du holst hier einen Kill aus allererster Hand. Und du bist kacke, Alien. Alle Missionsziele erreicht. Easy peasy. Das war angenehm. Recht angenehm, möchte ich meinen. Die neue Ausrüstung macht sich bereits bezahlt. Na gut, er ist natürlich wieder. Da hat sie mit Absicht in den Fuß geschossen oder so. Ah, beschädigt, super. Kann ich verticken. Schwarzmarkt. Wird abgeschlossen. Boah. Irgendeine Unterhaltung? Ach was. Raus damit, der Alien da. Dieser. Boah. Oh, lecker. Raus. Keine Forschungen können frei verkauft werden. Sehr gut. Boah. Da, jetzt hau ich hier mal. Jetzt hau ich hier die Scheiße raus. Aha, auch wenn es irgendwie aussieht, muss dieses Gerät doch irgendeine Rolle spielen. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Ja? Operationen machen wir gerne einen Aufklärungsscan. Aufklärungsscan abgeschlossen. Keine Exortzellen entdeckt. Aha. Gut. Wo? Da ist gar nichts. Da labert. So. Schwerer Laser brauche ich nicht mehr. Schwerer Plasmawerfer. Oh ja. Partikelkanone. Aha. Hahaha. Ja, ist auch geil, ey. Endlich die nächste Generation der Mech-Waffe. Da freue ich mich auf den nächsten Einsatz. Das wird lustig, Leute. Da schicke ich den Sky Ranger hin, aber der wird jetzt optimiert. Wir haben keine Minigun. Wir haben keine Rallygun. Nein, wir haben eine astreine Partikelkanone. So. Sieht doch überhaupt nicht betrieben aus oder so. Kein Stück. Nein, gar nicht. Bearbeiten. Du, Bewaffnung. Nach dem Nuklearwerfer geht auch einen schweren Plasmawerfer, Junge. Sonst noch was, was wir teilen können? Ich glaube fast nicht, ne? Reicht auch. Auf den Tümmel. Ich bin mal gespannt, was die Partikelkanone macht. Die Reagan hat jetzt zuletzt etwas enttäuscht. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel.
Wir haben zivile Funksprüche abgefangen, wonach die Aliens in einem städtischen Wohngebiet aktiv sind. Wir müssen schnell handeln, um weitere Opfer zu verhindern. Wird geladen. Komm jetzt, ich möchte noch mit dem Ersten beitreten. Ja, das klingt mehr und er hatte dann die übertriebenste Gun Central, überhaupt. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. So. Filet, ne restez pas là. So, guck ich mal da oben rein. Ich suche jetzt hier Streit. Shaji-Zang. Der Zang hat doch voll überlebt, ne? Die andere Mission, die ich gemacht habe, da wurde er ziemlich schnell verheizt. Hier nichts Kletterhakiges, wo du dich ranklettern kannst. Wohl nicht. Du. Rennst schon sogar noch ein bisschen her. Und hüpf, die hüpf, mach flit den Grashüpfer. Was habe ich jetzt? 3 Scharfschützen dabei. Nicht fail. Die Wand kaputt geschossen, hat leider sonst nichts gebracht. Alter, jetzt geht's aber schon auf Fresse hier aus dem nächsten Stream. Ein Schaden. Yay. Yeah. Nahkampfspitze, jetzt geht's wohl nicht mal 3 Schämpfen. Alter, fehlt halt. Mit 3 Schüssen, 5 Schaden. Ich brauche nichts zu sagen, oder? Jetzt guck mal, was die Partikelklone kann. Alter. Das sah erstmal vielversprechend aus. Alter! Wow! Alter, ich bin jetzt splattert. Okay, die hat mich schon mal überzeugt. Feind ist erledigt. Faktor aus den Spuren. Okay. Affirmative. Normal, was hier unten so tut. Und? War da was zu erkennen? Das meine ich, ne? Noch einer. Ich glaube schon, das hat eigentlich keine Hinterhermonster mehr, ne? Mit den Takeln. Das ist eigentlich ja schon ein guter Spot, ne? Ich sehe da irgendwie schon, welche Atomarkie da einschlagen. Jetzt hier alle rasten völlig aus. Ich schon auf, um mich Fakten zu machen. Ich glaube, das war nicht die letzte Folge für heute dann, aber.